Hallo zusammen, heute schauen wir uns mal das sehr beliebte und bekannte Ultrasport F-Bike Ergometer an. Das ist ein klappbarer Heimtrainer, den es hier zu einem unschlagbar günstigen Preis zu kaufen gibt. Und den wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen, mal die technischen Daten durchgehen, mal die Vorteile beleuchten und ein kleines Fazit davon ziehen. Schauen wir uns den mal zuallererst kurz an, wie er daherkommt. Ihr könnt schon sehen, der ist sehr kompakt. Den könnt ihr dann ganz einfach aufklappen, wenn ihr praktisch den hier irgendwo hinstellt. Einfach diesen Stift, diesen Bolzen rausziehen, dann aufklappen, dann wieder fixieren. Und dann ist dieser klappbare Heimtrainer im Grunde auch schon bereit, um damit zu trainieren. Was ihr dann noch tun müsst oder könnt, ist einfach natürlich die Sitzhöhe zu verstellen. Müsst ihr einmalig machen, um das an euch ein bisschen anzupassen. Und dann könnt ihr praktisch auch schon loslegen, euch draufsitzen und dann hier die Trainingsprogramme starten und dann trainieren. Dieses klappbare Ergometer gibt es auch hier in verschiedenen Farbkombinationen, wie ihr jetzt schon sehen könnt. Das sollte hier für jeden was dabei sein. Also das solltet ihr wirklich ja keine Sorge machen. Bedient wird das Gerät ganz einfach hier oben anhand von diesem Bordcomputer. Da könnt ihr dann praktisch ganz einfach hier auswählen, was ihr haben möchtet. Es gibt hier verschiedene Funktionen oder verschiedene Anzeigen. Und da wählt ihr im Grunde das aus und dann könnt ihr auch direkt starten. An der Unterseite gibt es hier die Widerstandsverstellung, hat 8 Stufen. Und da könnt ihr euren Grad einstellen und dann hier direkt los zu trainieren. Wenn ihr dann soweit fertig mit dem Training seid, könnt ihr das Gerät ganz einfach wieder zusammenklappen, wieder den Bolzen rausnehmen, dann zusammenklappen, wieder den Bolzen reintun und dann gibt es unten noch solche Rollen dran, da könnt ihr es praktisch ganz einfach überall hinrollen oder dann hintragen und somit ist es auch hier sehr gut aufgeräumt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und zwar zur Produktseite drauf und schauen uns dieses dort mal ganz genau hier im Detail an. So, gehen wir jetzt mal hier den Ultrasport F-Bike Heimtrainer mal durch. So sieht er praktisch aus. Ich zeige es euch mal kurz. Den Link gibt es, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst nur auf den Link draufklicken und dann kommt ihr direkt auf diese Seite, wo es diesen Heimtrainer ganz günstig zu kaufen gibt. Da nochmal die Abmessung. Er ist wirklich sehr kompakt. Man kann ihn zusammenklappen, überall hinstellen und auch sonst kann er mit zahlreichen Funktionen punkten, die wir nachher nochmal kurz durchgehen werden. Gehen wir kurz zuallererst auf den Preis ein und zwar ist der sehr günstig, kostet gerade mal 79 Euro in dieser grau-schwarzen Farbkombination. Wenn ihr andere Farben möchtet, da gibt es hier mehrere zur Auswahl, aber die sind teilweise deutlich teurer und kosten nahezu das Doppelte. Also schaut es euch mal an, den Link gibt es wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den weiteren Details dazu. So. Also da fangen jetzt die technischen Daten an. Wir haben hier eine maximale Tragkraft von 110 Kilogramm, die Marke Ultrasport und natürlich hier die Abmessung und das Gewicht von gerade mal 15,5 Kilogramm. So sieht er praktisch aus, so kann man damit trainieren. Wir haben hier so ein LCD-Display mit dabei, was die wichtigsten Daten anzeigt, wie Zeit, dann Kalorien, Geschwindigkeit, Distanz, Puls und Co. Wir haben hier 8 Widerstandsstufen, die man ganz einfach einstellen kann. Wir haben hier Anti-Rutsch-Pedale mit einem verstellbaren Riemen und natürlich auch hier zahlreiche Möglichkeiten der Klappfunktion. Wir können hier natürlich den Sitz anpassen und es gibt natürlich hier noch weitere Extras, die wir gleich mal kurz erwähnen werden. Da nochmal kurz die weiteren Details im Überblick, was hier wohl Ultrasport noch an verschiedenen anderen Geräten gibt. Jetzt gehen wir kurz nochmal die wichtigsten Bewertungen durch. Ist ein sehr kompakter Heimtrainer, hier mit 5 Sterne bewertet. Hier können wir mal ein paar schöne Abbildungen sehen. Ist auch ganz einfach aufgebaut, kommt praktisch so daher, wie ihr schon sehen könnt. Also der Aufbau ist innerhalb von einer Stunde locker auch erledigt. Und ansonsten ist es auch hier wirklich sehr gut für alle sämtliche Körpergrößen geeignet. Hier nochmal ein paar weitere Bilder. Auch hier wirklich gute Motivation für einen gesunden Lebensstil. Guter Heimtrainer und auch das zu einem sehr vernünftigen Preis. Dann schauen wir uns jetzt mal kurz nochmal die wichtigsten Vorteile von unserem Vergleichssieger an, dem Ultrasport F-Bike. Und da könnt ihr schon sehen, wir haben zum einen hier einen sehr guten Preis, ein großes Display, er ist sehr gut belastbar, er ist einfach zum Aufbauen und er hat einen sehr soliden Rahmen, also ein Top-Produkt zu einem sehr guten und günstigen Preis. Das soll es nun gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Links dazu, diesen Heimtrainer, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal drauf und dann abonniert am besten jetzt noch unseren Kanal. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis bald.